TSV Aldensteig gegen den Red Bull Salzburg. Rein geht's in die Champions League, in die Opel Arena Stadion von TSV Aldensteig. Opel Arena. Los geht's. Champions League heim. Es wird spannend. Ein Sieg, dann sind sie in der K.O.-Runde. Das große Ziel, es ist in Reichweite. Wir zeigen Ihnen die Partie live. Wenn ich jetzt das Spiel gewinne, kommen wir Champions League K.O.-Runde. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Superfans. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Ich bin sicher, das verspricht einiges, denn das ist ja auf jeden Fall ein wirklich reizvolles Duell zwischen diesen beiden Clubs. Die Gastgeber würden heute zu gerne den Einzug in die K.O.-Runde klar machen und das wäre wichtig, dann könnte man den einen oder anderen Spieler schon mal schonen, nicht vor Doppelbelastung. Darf man in einer langen Saison nie unterschätzen. Wenn ich mich fest habe, dann werde ich mir eine B-Jugendmannschaft aufbauen. Aber da fehlt mir halt noch ein B-Jugend-Torwart halt noch. Wo ich halt die Jugend irgendwann schon aufstellen kann. Aber ich so, wenn man sich bei sich da vergisst, auf jeden Fall ein paar Spieler sind auf jeden Fall irgendwann schonen. Für die K.O.-Runden. So werden die Gastgeber beginnen. Sie wählen ein konventionelles 4-3-3. Eine Taktik, die ich sehr mag, führt oft zu spektakulären, torreichen Partien. Ja, torreiche Partien wird auch das auf jeden Fall geben. Und so wird Red Bull Salzburg in diese Partie gehen. Kurze Einschätzung. Ja, Rang 26. Nee, 25. Das ist ein 4-4-2 mit Raute und damit haben sie natürlich große Möglichkeiten durchs Zentrum zu kommen, aber ich eben auch. Ich will mal nachschauen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, weil. Wieso? Nee. Liebe FIFA, was soll die Scheiße? Warum ist automatisch Realadau die in die Abwehr gelandet? Und wieso ist der Steven im Mittelfeld gelandet? Nun, wenn Steven jetzt mit auf dem normalen zentralen Mittelfeld spielen. Er ist schon Mittelfeldspieler, aber linke Flüte Mittelfeldspieler, wo auch als rechte so richtig. Wo er als rechte Flügelstürmer auch spielen kann. Wie Realadau die. Zu setzen. So. Entschuldige, wenn ich jetzt den Fernseher so ein bisschen laut habe, aber wenn ich solche Geschichten spiele, dann will ich davon auch was mitbekommen. Damit kann es losgehen, hier in diesem Gruppenspiel der UEFA Champions League. Die ersten 45 Minuten. Ja. So. So, jetzt. Gut den Ball abgefangen. So. Buschi, wichtiges Spiel heute für die Gastgeber. Heute können sie den Einzug in die K.O.-Runde schaffen. Mit einem Sieg wird es auf jeden Fall geben. Schauen wir mal. Das wird gefährlich. Echte Gefahr kommt da nicht auf, weil er natürlich zur Stelle ist. Er ist so schwach geschossen. So blöd schwach geschossen, dass der Torwart den auch noch so blöder Schuss pariert hat.
Also was war das für ein blöder Schuss gerade eben? Jetzt die Ecke. Ganz sicher. Das war ein besser Und direkt Schuss. Die nächste Ecke. Also da kann man die Ecke gut verstehen daraus, eine Ecke zu machen, als den peinlichen Schuss vorhin. Na komm schon. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Na komm, hol den Ball, hol den Ball. So. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das könnte die Führung 1:0. Damit haben wir das erste Tor jetzt dieser Partie. Jetzt fällt es 1:0 endlich. Und es war Paluten. Da geht er natürlich klasse an ihm vorbei, lässt ihn einfach stehen und macht das Tor. Eine super Aktion. Besser geht's nicht. Sein erstes Champions-League-Tor für diese neue Saison halt. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Professor Wookwood hat auf Schloss Wookwood... Ja, okay, alles klar. Eieiei. Jetzt haben wir... Ei. Scheiß Ballverlust. Ah, oje. Es kommt an Steven, Jetzt kann er es machen. Tor! Doppelschlag. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. Der Ball knallt unter die Latte ins Tor rein. Ich glaube, jetzt muss gleich ein Tor technisch nicht kommen, weil der Ball war auf die Linie ins Tor reingegangen. Jetzt sehen wir hier die Wiederholung. Da haben wir jetzt schon wieder die Wiederholung. Und die können wir bei dem Treffer. Also bei dem Treffer kann man das echt gut brauchen. Alles regulär, der Ball war. Ein reguläres Tor. Der Ball ist auf die Latte runtergeprallt. Knallt ein bisschen auf die Linie, aber danach geht der Ball ins Tor rein. Also schönes 2:0 gemacht. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Dankeschön an die Tochter, die Tortechnik Linie. Der weiß von den Tortechnik Linien. Das ist schon plötzlich halt. Zieht einfach mal ab. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Mit vollem Einsatz macht er das. Den hat er fast schon geahnt. Ja, da hat er schon geahnt, wo ich ihn schießen wollte, glaube ich. Ecke in die Mitte. Aber den wird er nicht ahnen. Den konnte schützen, wenn wir es nicht ahnen. Ich versuche das aus großer Entfernung, ja? Aber es ist dann doch eher harmlos. Sie sind da, weil. Okay, die Plot ist ab. Red Bull Side Spot. Die Chance auf den Konter. Der Ball erstmal abgefangen. Da hat er sich vielleicht doch etwas zu viel vorgenommen. Nee, ich habe mich da, bei dem Schuss habe ich mich aber eher verschätzt, würde ich sagen. Er kann es machen. Ja. Ball ist nicht drin. Fast das 3:0 hier. Fast das 3:0. Ja, jetzt ist Winter noch. Siri. Jetzt aber komm schon. Torgefahr kam bei diesem Ball natürlich nicht. Ah, die Torgefahr, Mensch. Jetzt aber, komm schon. Ah. Die Ecke könnte Gefahr bringen. Ah, Hauptsache ich drin ein Ball hier, aber die Ecke, ich weiß nicht, das habe ich tut heute, weil die so, können auch Ecke blotten. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. 2 Minuten Nachspielzeit. Das nächste und Papa Doppel-Loss. Mach dir das 3:0 hier rein. Papa Doppel-Loss. Ja, wir im Game ist da 28 Jahre alt. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke und dann aber der ist es klasse gemacht. Knipser-Qualität, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er den Keeper keine Chance.
So. 3:0. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Und es ist Halbzeit. Es ist Pause. Blicken wir auf die Lage in dieser Gruppe. Der Einzug in die nächste Runde kann heute klappen. Aktuell wäre es geschafft, Wolf. Das große Ziel wäre erreicht. Aktuell bin ich ein Motivation genug. K.O.-Runde, immer auch in der naja, ich bin verletzt in K.O.-Runde. Weil ich bin in die Champions League. Damit kann es losgehen. Schlafen, ja, also von daher auch. Oh, und Chelsea führt. Beim anderen Spiel. So. Mit einem, also ich fand schon mal an einen Spieler zu schonen. Und das ist. Ich will jetzt mal gucken. Ich will jetzt mal den Florian, wir haben mal reinbringen. Der kann leider. Diese Posten leider nicht spielen, aber den will ich einen großen Einwechsel für den Florian Wirtz. Jetzt geht dieses Gruppenspiel weiter so. Hier in der UEFA Champions League. Wir freuen uns auf so. Durchgang 2. Ah. Hart aber fair. Hart aber fair, der holt Ball mit die Trinche, aber hier. Volle Gewaltfee. Capaldo. So, jetzt. Ich fange ein Divi Call. Florian Wirtz. Er setzt sich läuft ganz alleine vor den Tor. Ah, macht das 4:0, dann wird es rein. Einer kommt rein und macht direkt ein Tor zu Florian Wirtz. Ein Divi Call soll ich fangen. Guck mal da. Ein schönes Tor. Stimmt. Von Florian Wirtz. Unwiderstehlich, Abwehr chancenlos, obwohl ja, sie da muss ja Abwehr chancenlos sein. Mit Präsidenten, wenn ich die geschossen habe. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. So. Eieiei. Komm. Dann lernen wir mal den Zauberbombarder gleich. Und es könnte durchaus sein, dass uns demnächst ein bemerkenswerter Transfer ins Haus steht, Buschi. Gib ja, Felius, komm, auch mal angucken. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Wir haben sie mal über den Torwart-Kuppelung-Fahrt. Alter, lupfen mal erstmal den Ball in den Schiff. Lass ich den Ball über den Torwart, über sein Schädel, rüberlupfen von hier. Er setzt sich durch. Und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck. Im kurzen Eck, aber ich hab den Ball, Alter, ich hab den Ball über den Vorwärts, über den Lumpfort. Große Freude auch am Spielfeldrand, er ist zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Das müsste hier, es doch nicht eigentlich gedacht, jetzt sein. Der Ball reitet ins Tor. Ganz bittere Nummer so. Mittlerweile. Jetzt steht's 5:0. Ja, 5:0 schon. Florian Wirtz mit seinem zweiten Tor. Ah, komm schon. Eieiei. So. So, es gibt einen Torerfolg an der Stamford Bridge. Wir gehen rüber ins Parallelist ist die Tor gefallen. Für Chelsea. Oh, der neue Spielstand heißt vorne. 2:0. Gespielt sind 67 Minuten. Vielen Dank für dieses FC Update. FC APP. Boah. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Freistoß hört sich für mich gut an. Aber eins ist klar, noch so eine Aktion und dann reicht eine Erwartung. Oh ja, ja. So, jetzt lernen wir den Zauberspruch. Bomber. Weißt du, den habt ihr... Ja, komm. Reala dort runter. Marcel kommt rein. Jetzt kommt der Wechsel. Hogwarts. So. Ich probiere es. Was ist denn gut mit Bombarder? Auch erst im Moment ist eine gute Kombi. Abstoß, Ball war draußen. Okay, dieser Freistoß war zu stark geschossen, leider.
Ich bin freilich, dass wir machen müssen. Großabel. Das frühe Stören jetzt. Mann! Hol den! Jude! Das ist ein Zweikampf hier, mit dem Ball holen. Jude! Nicht rumfallen! Das könnte vielleicht was werden. Macht sich ganz lang. Was für eine Parade. So. Und Steven wird jetzt ausgewechselt. Mokuku kommt rein. Sie nehmen den Wechsel vor. Aber du, das Spiel. So. Jetzt kommt die Ecke. Ah? Letzten hört es doch gut an. Da oben, der vorne den Ball. Komm. Ja, komm schon. Ist hier immer noch am Ball. Nein. Da zieht er ab. Ein guter Block hier. Gehalten, aber weiter aufpassen. Abwehr ist zur Stelle. Steilpass wird abgefangen. Steilpassfehler, aber. Er kann sich durchsetzen. Sie bringen den Ball im Tor, nein. Aber wir sehen es, echt, der Jubel okay. Kommt nicht mehr auf. Bombarder. Zu spät kommt, das wissen Sie so. Auch. Es hätte Ihnen früher gelingen müssen. Jetzt ist es zu spät gekommen. Also, Red Bull Salzburg. Das habt ihr aber zu spät gemacht. Erst zieht er weil das Spiel habe ich schon längst gewonnen. Hat er wirklich nicht es steht viel jetzt Platz, 5:1, aber ja. Gutes Spiel war das gerade von Red Bull Salzburg. Das ist der Schuss gerade eben auf das Tor. Da habe ich den als Torwart den Ball schwer halten können. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt und wer weiß, ob das schon alles war. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ja, komm schon. Haben Sie gut aufgepasst. Ja, es gibt eine Minute noch, weißt du? Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Ist auch gleich vorbei. Und dann der Ballverlust, die Gefahr. Und der Ball damit haben Sie es, Schlusspfiff. Sie sind weiter und haben den Gruppensieg weiter im Visier. Sie sind jetzt wir schon sind eine weiter. Runde, wir, eine, wir sind auf jeden Fall eine Runde weiter. Jetzt hätte man auch noch Lust auf den Gruppensieg, aber es kriegen wir auch hin mit der B-Juden-Aufstellung. Can you chat to us for a second about the match? Also, das war ein schöner Sieg gewesen. Also von Florian Wirtz, da hat gut gespielt, Florian Wirtz. Ja. Die nächsten Spieler werden sich auf jeden Fall auch noch bereithalten. Ich bereite mich erst im Schon-Modus, wenn ich zu weit dafür bin. Jetzt will ich erstmal nach Ausbord. Dass wir nach Ausbord reißen. Und ich habe jetzt 7 E-Mails. Die werde ich aber nächsten Part anschauen.